Konnichiwa Mina und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel annehmen könnt, geht's für mich wieder auf die Dokumi. Es wird ein sehr stressiges Wochenende. Yippie! Denn ich fahre Freitagmorgen um 6 Uhr morgens nach Düsseldorf. Yippie! Um dann noch auf die Dokumi zu gehen. Yippie! Um mich dann im Zug fertig zu machen. Yippie! Und heute ist Mittwoch und es ist noch ein bisschen entspannt, aber heute muss ich schon anfangen, Sachen zu packen, weil morgen übernachte ich mit meinem Freund und dann geht es am Freitag gleich los und oh mein Gott, ich bin so excited. Ja, und by the way, ich habe morgen noch ein Konzert, wo ich hingehe. Ich werde so fertig sein am Freitag und mein R&B ist nicht in Düsseldorf, sondern in Solingen. Aber ich bin dankbar, dass ich wenigstens irgendwas gefunden habe, was günstig ist. Weil das Jahr Düsseldorf ist einfach der Tod. Frag mich jedes Mal, warum ich das mir eigentlich antworte. Erst Wien, jetzt Düsseldorf. Yippie, oh mein Gott, ich bin gar nicht müde. Nein, nein, also eigentlich bin ich eigentlich gar nicht müde. Aber es geht jetzt los nach Düsseldorf. Und ja. Ich hoffe, wir kriegen einfach alles. Das ist so meine einzige Sorge. Für mich ging es dann auf den Weg nach Düsseldorf. Wie man sieht, ich war echt noch ziemlich verpennt und musste mich auch noch im Zug fertig machen. Eine Tradition, die es bei mir gibt, wenn ich in Düsseldorf bin, dass ich Lücke im Runestar besuchen gehe. So, ich bin jetzt endlich in Düsseldorf angekommen. Und bin jetzt schon auf dem Weg zu Dokumi. Ja, mal schauen, wie es wird heute. Meine Perücke. Ich hasse sie heute. Dafür werden die anderen Tage hoffentlich ein bisschen entspannter. Aber das ist so die richtige Ära. Und das Teil ist ein bisschen blöd. Das ist aber die Ära von Langhaarperücken auf der Dokumi als Zierschein. Yippie, yippie. Und ich hoffe, die Schlangen sind nicht zu lang. Dieses Jahr ging der Eintritt ziemlich schnell vorbei. So, ich bin jetzt so drin. Und das Mondding ist immer noch total blöd, aber egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich in Halle 3. Denn ich habe einen Auftrag von einer Freundin, die erst Sonntag da ist. Und die ist so ein krassen Valentino-Fan. Und da werde ich ihr jetzt die ganzen Merch holen. Es gibt so eine Stamp-Rally. Und das Ding ist, ich kaufe das für sie. Und das ist so geil. Weil das Ding ist, ich gebe Geld aus, was nicht mein Geld ist, aber es am Ende bekommt sie es, aber trotzdem macht es Spaß. Dann begab ich mich endlich auf die Schnitzeljagd, die mich wirklich ziemlich doll verzweifelt hat. Und allen Beteiligten meinen herzlichen Dank auszusprechen. Ihrem großen Engagement ist zu verdanken, dass die Dokumi bundesweit die größte Manga- und Anime-Kommission nun schon seit 15 Jahren gestern bei der Eröffnungsshow und dann noch bei der Tanz-Area und haben uns auch schon mal Business angeschaut. Ja, und jetzt ist der zweite Tag und heute cosplay ich Kisa aus Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, vielleicht erkennt mich ein paar Leute, weil gestern war schon Yu-Gi-Oh! Cosplayer da. Es war eine fucking Mai-Valentine da. Ich hatte leider keine Zeit gehabt, das Foto zu machen, weil ich bei der Stempel-Rally mitgemacht habe. Ja, vielleicht habe ich halt das Glück, dass ich bei Yu-Gi-Oh! Cosplayer treffe. So, ich bin jetzt fertig. Wir fahren jetzt zur Con. Yippie. Ja, ich schaue mir heute Harmonix an. Ich freue mich.
das wird cool. Ich liebe Sailor Moon. Ich werde dann mitgrillen wie so eine Verrückte. Und ich habe meine Deckbox vergessen. Egal, mache ich morgen. Ich wollte eigentlich heute ein Autogramm holen von den Synchronsprecher von Bakura. Ich habe es vergessen. Diese Doku ist einfach so krass anstrengend für mich. Es ist wirklich, ich bin fix und fertig mit meinem Leben. Morgen ist letzter Tag. Und ja, ich habe meine Lieblingsband gesehen, Harmonix. Mega, mega schön. Und dann war ich noch ganz hier in Hallen gewesen. Und so, das war richtig, richtig cool. Es hat so voll Spaß gemacht. Also richtig geil. Aber jetzt bin ich so fix und fertig, Leute. Ich bin so fix und fertig mit der Welt. Morgen ist letzter Tag, da gehe ich jetzt mein Valentine. Und morgen ist auch so ein Yu-Gi-Oh!-Treffen und, also Cosplay-Treffen. Und morgen sehe ich Petra Scheese hoffentlich endlich das erste Mal, Mann. So, letzter Tag der Doku. Ich bin gehypt, heute ist nämlich ein Yu-Gi-Cosplay-Treffen. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ja, und irgendwie fühle ich mich heute richtig Komfort, also voll wohl in Mai. Liegt vielleicht auch daran, dass mir das Make-up mega gut gefällt heute. Deswegen, ja. Yippie. Leute, glaubt mal, wer gerade 20 Euro rausgegeben hat für ein Autogramm. Hätte ich gewusst, dass es 20 Euro kostet, hätte ich mich nicht angestellt, aber ich wollte ein Autogramm haben. Das größte Highlight für mich dieses Jahr auf der Dokumi war natürlich das Yu-Gi-Oh! Cosplay-Treffen. Es war so cool und die Leute waren einfach so toll. Oh mein Gott, es war so eine schöne Zeit dort.
war meine Dokumi.